Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Auf Ledge Grab heißt es heute. Team 1 mit Spion gegen Team 2 mit Schockgenau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Links ist unser Gegner mit Spion und rechts sind wir mit Schockgenau. Und ihr seht, wir sind auf Ledge Grab, das heißt, wir haben die beiden Cores. Wir können hier insgesamt 5 Minen placen und sind erstmal von vorne an mit Energie gut versorgt. Und die Minen, die flutschen eigentlich einfach, egal was für ein Commander man ist, die gehen einfach ganz easy raus, weil man hat hier vorne so viel Metall. Das gibt mit den beiden Cores, die genug Energie produzieren, quasi instant eine Mine. Bei ihm, wir sehen es, hier kommt die Werkstatt, Batterie und Erzlager. Er ist richtig rumgeplaced, dass wenn von unten ein Firebeam kommt, die Batterie, die manchmal hier unten hin geplaced wird, nicht explodiert. Die vierte Mine und bei uns auch 4 Minen, Werkstatt, Batterie, Erzlager. Und was man so sieht, ist es quasi gerade ein wunderbares Mirror Match, außer dass wir diesen Zacken haben. Jetzt holen wir die extra langen Streben rein. Durch dieses Hilfskonstrukt mit dem Dorn, wie ich es auch schon im Video erklärt habe letzte Woche. Und ja, das sorgt einfach dafür, dass wir hier richtig viel Holz vor die Hütte kriegen, ohne dass uns irgendwas absackt. Auf der anderen Seite, ihr seht, er macht genau dasselbe. Er nimmt für unten Hintergrundholz und für oben Vordergrundholz. Ihr wollt das eigentlich genau andersrum machen, dass wenn ein Cannonshot hier oben reinkommt, dass der Cannonshot das nicht einfach zerreißt. Deswegen Hintergrundholz, dann geht er hier durch, holt hier vielleicht die Tech weg oder beschädigt die Mine, aber diese Strebe hält. Hier kommt der Aufbau bei ihm für die Cannons. Also Cannons deswegen, weil hier ist die Munitionskammer, Erzlager, Batterie und es müsste gleich noch eine Batterie kommen. Dann ist alles bereit für den Howie. Und bei uns, wir gehen für die Fabrik. Wir gehen auf Laser und zwei extra Batterien mit der fünften Mine, weil bei Schockgenau ist es so, wenn die aktive läuft, sind alle Turbinen vom Gegner deaktiviert und der Feuerlaser wird zu einem Plasmabeam und die 20mm wird zu einer Kanone. Man muss dazu sagen, man muss aber auch dann die Kosten tragen von diesen geupgradeten Waffen. Also nicht, dass man sagt, ich habe einen Firebeam. Wenn ich die aktive ziehe, kann ich ein Plasma für 2000 Energie rausballern. Mm-mm. Ich muss trotzdem die 5000 Energie bezahlen. Und meine Erfahrung ist einfach, dass sich Firebeams, die zu Plasma-Beams werden, mehr lohnen wie 20s, die zu Cannons werden, weil die 20 an sich ist ja ganz nett, aber in der Regel ist der Firebeam einfach besser, gerade bei so einem Aufbau, wo die Türen sehr engmaschig sind. Da kann ich mit dem Firebeam präzise arbeiten und die Waffe bedrohen. Mit der 20mm geht das eben nicht. Bei ihm kommt jetzt ein bisschen mehr Holz vor die Hütten. Die Howie ist im Aufbau und bei uns, wir beginnen hier gerade unser internes Stützkonstrukt reinzuziehen, damit diese Forlongs noch unterstützt werden mit extra langen Streben im Inneren, sodass wir quasi bis hier raus Holz klatschen können. Ihr seht, bei uns bauen auch gerade zwei Feuerlaser. Und die ganzen Batterien habe ich gebaut, weil das sind hier noch quasi im Querstrich noch Plasma-Laser. Das heißt, bei 10.000 Energie kann ich beide abfeuern. Bei ihm, er ist Spion, er weiß, dass wir Feuerlaser spielen. Also kommt hier die Sandsack-Verteidigung. Macht er schön. Schön engmaschig gemacht und hier zack, 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 zack. Ja, und da kommt erstmal kein Firebeam mehr durch. Ich weiß nicht, ob der gute Kollege auf dem Schirm hatte, dass wir schockgenau sind und dass das rein theoretisch auch Plasmalaser sein können. Weil die Plasmalaser, die gehen hier durch die Butter. Die Firebeams, die werden hier einfach krepieren. Aber wenn der Kollege das hier sieht, wenn er aus dem deutschsprachigen Raum kommt, kann er mal sagen, ob er auf dem Schirm hatte, wie schockgenau funktioniert. Hier kommt bei uns Hintergrundholz, große Boxen und einfach nach vorne raus, weil ich habe gewusst, dass die Howie im Aufbau ist. Man spielt hier so oft Howie Cannon und einfach mit dem Hintergrundholz hier oben sorge ich dafür, dass die Howie meine Waffen nicht bedrohen kann. Und hier aim ich für den Waffenspot. Ich höre, dass es brutzelt, dass es schreit
Und hier oben die Kanone, die gerade frisch im Aufbau ist, die ist erst so einem Viertel durch und kann nicht repariert werden. Das heißt, wenn die gleich drauf geht, kann sie die Howie zumindest mal ordentlich mitbeschädigen. Jetzt werden Türen vorne rausgezogen, die einfach den Firebeam schneller aufhalten, und er verkauft die Kanone. Sehr, sehr smart von ihm, weil noch ein Firebeam mehr und das Ding wäre hinüber gewesen, und ihr seht, durch die vorgelagerte Tür kommt der Firebeam gar nicht mehr bis zur Waffe. Jetzt wird die aktive gezogen und er sieht unser Fort und er sieht, wir haben hier quasi nur viele leere Boxen, und jetzt kommen hier ein paar Gunner, weil es war mir so klar wie Kloßbrühe, auch ohne dass ich Spion spiele, dass hier eine Howie im Aufbau ist, weil wie gesagt, Ledgecrab ist in der Regel Howie Cannon bzw. Plasma und Firebeam. Da die Boxen aber so groß sind, war mir klar, dass das eine Howie sein muss, und ein Firebeam wäre schon längst ready gewesen. Hier kommen nochmal zwei Windturbinen, weil der Kollege da drüben beklaut uns ja auch ordentlich. Und jetzt kommt bei ihm ja auch so eine kleine Gunner-Treppe. Ich habe das Ding gesehen und nicht ganz verstanden, was er damit vorhat. Weil, jo, wir haben keine Rockets, wir haben kein gar nichts. Und ja, da war ich ein bisschen perplex und habe am Schlauch gestanden. Ich habe unten einen Sniper gebaut, um die Gunner wegzuholen, weil alles, was ihm fehlt, ist besser für uns. Und hier, er wusste, dass wir Open Gunner geplaced haben. Und hält einfach rüber und dezimiert unsere Anti-Air ordentlich. Holt uns auch die Buzzsaw noch weg, was teuer ist. Das hat er richtig stark gemacht. Und ich habe mir einfach komplett auf dem Schlauch gestanden. Und jetzt müsste eigentlich die Howie fliegen. Aber aus irgendeinem Grund fliegt die Howie nicht. Mit dem Sniper haben wir jetzt angefangen, seine Gunner, die da unten uns so auf den Sack gehen, rauszuholen. Und ja, warum auch immer die Howie nicht kommt. Klar, die hat momentan kein Follow-up durch die Cannon, aber einfach mal einen Gruß hier rein. Jetzt kommt sie endlich, wollte gerade sagen. Weil das ist doch schon mal ordentlich, das ist doch schon mal ein Anfang. Weil das ist schon mal so ein Hallo-Wach-Moment. Ich wusste, dass die Howie im Spiel ist, aber das ist doch gut. Hier habe ich mit dem Firebeam auf die Kanone gewartet, bevor ich repariere. Nicht, dass die hinterher schlägt, aber die waren noch nicht ready, deswegen habe ich schon einfach irgendwann geschossen zum Absichern. Hier kommt die aktive und wir haben den Plasma-Beam, der auch durch die vorgelagerte Tür ganz easy durchschneidet. Hier die aktive, jetzt schieße ich mit meinen Open Gunnern seine Gunner einfach tot. Ich habe aus diesem Fehler gelernt. Und hier mit seinem Sniper holt er uns jetzt nach und nach die Anti-Air weg. Ich wollte eigentlich mit dem Firebeam den Sniper rösten. Hat nicht ganz so gut geklappt. Aber was soll's, ich konnte seinen Sniper ablenken, sodass die Gunner am Leben sind. Und hier nochmal mit dem Firebeam reingehalten. Leider wieder ein Ticken zu tief. Sollte nicht sein. Und hier bauen wir uns nochmal eine Buzzsaw. Und bei ihm mit dem Bau der Buzzsaw kommt erstmal noch eine Lage Stahl rein. Holen uns einen Sniper weg. Und wir haben nur einen Gunner, der eine Tür hat. Das heißt, mit dem Firebeam muss ich jetzt den Sniper wegholen. Klappt auch, weil hätte er noch 1-2 Gunner mehr weggeschossen, wäre die Howie durchgekommen und Howie Follow-up kennen. Wäre hier wahrscheinlich GG gewesen, aber so bleibt die Howie einfach stecken. Und der Cannon-Shot, der taucht nur in Anführungsstrichen bis hier ein. Mit der Howie wäre das dann gewesen, hier GG. Und unser Upgrade-Center ist durch. Und hier kommen 4 Mörser. Richtig 4, weil Schockgenau hat ja noch 1-2 Passive. Nicht nur das Fass, bei ihr ist auch die Sache, sie darf Kreissägen gruppieren. Ist die einzige aus der Commander-Regel, die das darf also. Hier einfach mal alles weggesägt. Und sie kann Waffengruppen bis zu maximal 4 Waffen, deswegen auch 4 schwere Mörser, zusammen gruppieren und nicht nur 3. Hier den Howie-Shot und die Cannon einfach direkt rausgenommen. 4 schwere Mörser im Upgrade. Und auf der anderen Seite, ich denke mal, der Kollege hat hier gesehen, schwere Mörser, aber mit den Firebeams, dem Sniper unten und allem können wir gut Pressure aufbauen, und sein Problem ist es, solange die Howie nicht connected, kann er uns hier momentan gar nichts. Jetzt sind die schweren Mörser ready und jetzt reagiert er erst drauf, was viel zu spät ist, und ja, die schicken auch einen ordentlichen Gruß und die Kanone denkt sich da oben auch, ja, danke.
hättest du mal ein bisschen früher reagiert, mit in die Aktive für den Plasma-Beam und ja, ich wollte eigentlich ein bisschen tiefer, genau da wollte ich hin mit beiden, um das Ganze hier wegzusägen. Hat nicht geklappt, die nächste Salve kommt und wir halten ihn beschäftigt mit dem Schaden unten, dem Mörsern hier oben und jetzt hier die Aktive, zieht unser fort, klaut uns Energie, ja, aber durch die beiden Kerne und jetzt vier Windturbinen sind wir eigentlich gut in der Lage, auch wenn er bei uns in die Tasche greift, den Druck aufrecht zu halten. Hier kommt's, weiter die Kanone im Bedrängnis, hier kommen drei Gunner, die zwei haben einen guten Winkel, der hat eigentlich gar keine Wirkung und hier mit dem Firebeam rübergehalten, weil ich habe zwei Firebeams und die können mir auch die Mörser covern. Zieh die Aktive für den Plasma-Beam und ja, hier noch ein bisschen aimen und nach dem Winkel suchen und gehe hier straight up für den Cannon-Spot. Die Mörser schicken den nächsten Gruß und ihr seht, nur ein Gunner schießt und die Cannon ist frei, wird auch direkt verkauft. Reagiert er gut, macht er schnell, andersrum, reagiert er schnell und macht er gut, weil die Cannon ist weg, bevor es explodiert, das heißt, er konnte einen Teil von den Ressourcen sichern. Hier habe ich mir den eigenen Gunner weggebrutzelt. War ein bisschen doof, aber passiert. Die Mörser schlagen weiter gut ein, die beiden Gunner. Die, ja, das sind so typische Salzwerk- oder Armadillo-Gunner. Die wollen einfach nicht arbeiten. Die sind so alibimäßig da, aber sagen sich, nö, weißt du, lass mal gut sein. Hier die Aktive gezogen und wieder ein Plasma-Beam zur Hand. Rein theoretisch zwei. Die Howie wieder geblockt. Und hier in Ticken zu spät geschossen. Das war nur ein Firebeam. Aber die Mörser kommen durch, machen ihre Arbeit, machen Damage. Und jetzt mit den Minigunnern fräse ich hier die Sandsäcke weg, weil Minigunner sind sehr stark gegen Sandsäcke. Und dann kann ich schon mal anfangen, seinen Core aktiv zu bedrohen. Zumindest einer von beiden. Hier die vier Mörser kommen. Einer wird nur rausgenommen. Ja, nochmal Splash Damage. Und auch wenn man zwei Cores hat und fünf Minen, das ist gar nicht mal so angenehm. Und hier mit dem Plasma erst die Howie rausgeholt und dann einfach alle Gunner wegrasiert. Und jetzt steht den Mörsern nichts mehr im Weg. Und ja, die Gunner werden replaced, aber ich sehe es nicht ein, dass hier nochmal Anti ans Spiel kommt, nachdem ich es so schön wegrasiert habe. Er kann uns für die Tasche greifen, aber alles an DPS ist gerade einfach auf unserer Seite. Und die Howie, die kriegt auch mit, dass es langsam oben rum zieht. Die Minigunner halten nochmal rein, holen die Sandsäcke weg. Die Mörser kommen. Diesmal machen die beiden Gunner einen hervorragenden Job. Und ich denke mal, der Howie-Shot, der kam einfach als Lebenszeichen und weniger mit der reellen Hoffnung, dass das Ding connectet. Hier mit dem Plasma nochmal tief gehalten. Ich wollte das Ding eigentlich loswerden. Hat nicht ganz geklappt. Und ich krieg mit, ich bin hier in einer guten Position. Also, ich habe die Mine verkauft und gehe hier jetzt für Schwammraketen bzw. gleich für die Nuke. Dann habe ich hier Penetrationsschaden. Ich habe hier Chip Damage, der vor allen Dingen die Sandsäcke rausnimmt. Ich habe von hier Damage, der von oben reinklatscht und mit der Nuke, die kann ich dann hier painten, die Sandsäcke großflächig wegräumen und dann mit dem Plasma rein theoretisch hinterher. Hier probiert er nochmal die Open Gunner bei mir wegzuholen, aber nö, der Firebeam sagt, lass mal gut sein, will ich nicht. Bei ihm, er könnte hier ein Schild einziehen, um sich gegen die Laser zu schützen, aber die schweren Mörser würden das einfach easy brechen und beim AP-Sniper hier unten nochmal angetestet, da ist nichts. Die Minigunner halten hier nochmal rein und wenn ihr jetzt in so einer Situation seid, wie der Kollege hier drüben, es ist unglaublich schwer, sich hier raus nochmal zu befreien. Wichtig wäre jetzt vor allen Dingen, die Anti-Air, die ist ja vorhanden, es kommt ja nicht mehr so viel durch. Hier unten vielleicht nochmal eine zweite Lage Türen einziehen, dass zumindest mal ein, zwei Gunner am Start sind, falls hier die Nuke geflogen kommt. Und die Laser, die hat er ja momentan gut im Griff. Vielleicht noch gucken, dass ich irgendwo einen Sniper ins Spiel bringe. Hier, ich würde hier wirklich probieren, einen Sniper noch ins Spiel zu bringen. Und dann probieren, dass ich die Firebeams, wenn sie schießen, snipe. Oder eben selbst ein, zwei Minigunner ins Spiel. Und hier die Windenergie, die bei uns komplett frei ist, abräumen. Weil wenn die weg ist und er greift uns immer in die Tasche, können wir nicht so viel Druck machen.
Also vorneweg könnt ihr euch merken, wenn ihr irgendwann mal in Bedrängnis seid, dass ihr wie der Kollege hier drüben einfach nur ums Überleben kämpfen und bangen müsst, guckt, dass ihr die Windturbinen vom Gegner ins Visier nehmt. Weil wo keine Energie, da kein Angriff. Und demnach könnt ihr hier die Howie verkaufen, weil die wird eh nie connecten und sich nicht kennen gönnen. Weil die Cannon connected safe und die kann er hier oben auch einfach durchjagen. Und das wäre eine adäquate Möglichkeit. Weil ihr seht, die Sandsackverteidigung bei ihm, die schmilzt. Ich denke mal, sein APM lässt auch nach, weil die Minigunner halten da rein. Die Mörser oben. Hier sind die beiden Plasma-Laser jetzt an der Howie dran. Und mit dem Sniper gehe ich direkt hinterher. Aber der taktische Windturbinenblock, das ist mittlerweile zum Standard geworden. Finde ich gut. Das war, wo ich angefangen habe, war das noch so, ja, einfach richtig krasses Outplay. Und heute kann das irgendwie jeder, außer ich. Hier, die Howie kommt auch wieder nicht durch. Ja, vielleicht noch eine 20, weil hier ist alles offen. Da wäre eine 20 echt sinnvoll. Ansonsten hier mit den Minigunnern fräse ich mich weiter Richtung Chor. Und hier beide Firebeams präzise auf diesen einen Sandsack drauf. Das war echt traurig. Den Sniper, den er ins Spiel bringen will, ja, place den doch nicht offen. Du hast so smart gespielt mit der Kanone und allem und dann bringst du einen offenen Sniper. Ich bin zwar manchmal ein bisschen langsam, aber ich bin nicht blöd. Und hier kommt eine Kanone bei ihm im Aufbau. Super riskant. Hier kommt die Nuke, wird noch entzündet. Die aktive gezogen und auf den Spot und da ist die Kanone. Die explodiert, wir haben massiven Core Damage. Und ja, die Minigunner hinterher treffen die Batterie und das heißt einfach GG. Er hat es hier gut gespielt. Er hat lange gekämpft und probiert mitzuhalten. Aber die Kanone am Ende da drinnen, die war einfach... Ja, ich hätte die Howie mit der Kanone versucht zu tauschen und unten eine 20 reingebracht. Das wäre mein Play gewesen. Aber nichtsdestotrotz, es war schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.